Herzlich willkommen zu diesem Monk Guide in 1.04 im Hinblick auf 1.05 in Diablo 3. Zu den Skills möchte man nur sagen, dass diese Skills, die ich gerade benutze, wahrscheinlich die besten Skills sind und auch bleiben werden. Dieser Monk wird pur auf Damage gehen. Warum, erkläre ich gleich. Aber hier sind erstmal die Skills. Spirit Regenerator, Fists of Thunder mit Thunderclap. Haben einen sehr hohen Life on Hit Proc für die, die auf Life on Hit gehen, dazu komme ich später. Und macht einen richtig kranken Schaden. Die Crits gehen bis in den 500.000er Bereich rein. Sweeping Wind mit Cyclone, wahrscheinlich der beste Skill im ganzen Game, wenn es um Damage geht, sowohl Burst Damage als auch Damage over Time. Blinding Flash erhöht unseren Damage um 30%. Breath of Heaven erhöht unseren Damage um 15%. Serenity macht uns 4 Sekunden unverwundbar. Absolut wichtig für diesen Build. Mantra of Conviction, 48% mehr Schaden, absolut wichtig. Und die drei passiven, Seize the Initiative, One with Everything and Fleet Footed. Nun, wie das mit dem Gear zusammen funktioniert. Unseren Monk spielen wir auf Schaden. Wir versuchen unseren Buff von Breath of Heaven durchgängig aufzuerhalten. 15% extra Schaden bedeuten bei mir einen Damage von 88.134,42. Mein sehr geringer Life on Hit Wert ist in diesem Fall relativ egal, denn ich benutze Life Steal. Life Steal beginnt ab einem gewissen DPS Wert um die 70.000 an, besser zu werden als Life on Hit. Nehmen wir mal an, wir haben 2000 Life on Hit. Für 2000 Life on Hit braucht man Life on Hit auf beiden Waffen und am besten noch auf dem Amulett oder auf einem der Ringe oder auf beiden Ringen. Life on Hit auf beiden Waffen zu bekommen ist erstens teuer und zweitens unwahrscheinlich, wenn wir auf Damage gehen wollen. Man sieht hier meine Main Hand, Akim Fury, besitzt kein Life on Hit. Meine Offhand, Wong Kim Lau, besitzt auch kein Life on Hit. Diese Waffe mit Life on Hit zu kaufen ist unnötig teuer. Und die benötigten Life on Hit um die 1500 bis 2000 nur auf den Ring und dem Amulett bzw. mit diesen und einer Waffe zu erzeugen ist fast unmöglich. Als Amulett benutze ich ein reines Damage-Amulett. 90 Dex, ein bisschen Vitalität, ein bisschen Resist, Crit-Chance, Crit-Damage. Die Ringe dasselbe. Diese besitzen Life on Hit, Skullgrasp standardmäßig und diesen Ring habe ich mir günstig im Auktionshaus ergattert. Nun, wie passt das mit den Skills zusammen? Diese beiden Skills erhöhen unseren Damage. Dieses Mantra erhöht unseren Damage auch. Zusammen 48 plus 15%. Die 48% des Mantras werden bei unserem Damage-Wert nicht angezeigt, wirken aber auf den Damage, den wir austeilen. Das ist sehr wichtig. Nun, Lifesteal hängt davon ab, wie viel Schaden man macht. Life on Hit nicht. Life on Hit ist ein fester Wert, der für jeden Skill anders geprockt wird. Dieser liegt bei Fist of Thunder am höchsten und ist bei Fist of Thunder somit am besten. Nun, Lifesteal funktioniert ein wenig anders. Jeglicher Damage, nicht so wie bei Life on Hit, den man austeilt, geht in Prozentwerten auf das Leben. Mit Life on Hit bekommt man nur für Schläge, die man be mit bestimmten Skills macht, Leben. Dies ist zum Beispiel Fist of Thunder. Die anderen Spirit Regenerator tun das auch, aber die Werte, inwiefern man Leben bekommt, sind niedriger als bei Fist of Thunder mit Thunderclap. Sweeping Wind ist unser absoluter Damage Output. Es gibt, glaube ich, keinen Skill in diesem Game, der so viel Schaden macht wie Sweeping Wind. Dieser wirkt auf Lifesteal. Allein 3% Lifesteal reichen aus, um mit ca. 80.000 bis 90.000 Schaden sämtliche Elite Packs halbwegs tanken zu können. Wobei in diesem Sinne tanken bedeutet, dass man 5 Sekunden überlebt, danach sind sie tot. Lifesteal ist ein Bonus, den man bei einem Monk nur auf den Waffen bekommen kann. Und in diesem Fall reichen ein Wert von 2,8 bis 3% insgesamt aus. Dieser Wert wird auf Inferno um 80% reduziert, also besitzen wir statt 3% Lifesteal nur 0,6%. Nun, das klingt wenig, ist es aber nicht. Wenn wir uns dieses Rechenbeispiel ansehen, nehmen wir an, wir haben 600.000 DPS. Nee, damit meine ich nicht den Damage-Wert im Inventar, sondern den Damage, den wir pro Sekunde an die Gegner austeilen.
Nehmen wir diesen Wert mal 0,03. Das wären unsere 3% Lifesteal. Bleiben 18.000 übrig. Das Ganze mal 0,2. Aufgrund der 80% Reduzierung bleiben 3.600. Bei 600.000 Schaden bekommen wir also 3.600 Leben die Sekunde. Nun, dieser Schaden von 600.000 kann weitaus höher liegen. Wenn ich drei Eliten auf einmal angreife, mein Sweeping Wind im richtigen Moment gecastet habe, dazu komme ich gleich, mache ich schon in manchen Fällen 1 bis 2 Millionen Schaden pro Sekunde. Das wäre also eine Lebensregeneration von circa 10.000 Leben die Sekunde. Auf diesen Wert mit Life on Hit zu kommen, ist nahezu unmöglich. Man müsste einen Life on Hit Wert von 3.000 haben. Und auf den Waffen kann man maximal zusammen 2.000 erreichen, auf den Ringen 300, glaube ich, und auf dem Amulett 500. Lifesteal überwiegt also bei diesem Bild eindeutig. Nun zu Sweeping Wind. Dieser Skill macht einen gewissen Schaden in eurer Umgebung und kritische Treffer erhöhen diesen Schaden mit einer gewissen Chance. Das Gute ist, Sweeping Wind nimmt den Schaden der Main Hand als Damage. Das heißt, der Schaden der Offhand ist in diesem Fall relativ, ich sage relativ, egal. Fist of Thunder wechselt zwischen diesen beiden. Da Sweeping Wind aber unser höchster Damage Output ist, sollte man sich lieber auf den hohen Schaden der Main Hand konzentrieren, als sich eine teure Offhand zu kaufen. Etwas weiteres, was wichtig ist: Sweeping Wind merkt sich den Damage-Wert, den man hat, während man Sweeping Wind castet. Nicht den Damage-Wert, den man in diesem Moment hat. Mit Breath of Heaven, wenn ich das gecastet habe, bin ich bei 88.000 DPS. Nun möchte man denken, ich habe mit Sweeping Wind die ganze Zeit 88.000 DPS. Das stimmt nicht, denn ich caste erst Blinding Flash, lande somit bei 144.000 DPS und danach Sweeping Wind. Sweeping Wind merkt sich die 144.000 DPS und bleibt da, so lange bis Sweeping Wind abläuft. Das ist ein sehr wichtiges Faktum, was viele vergessen und was den Damage von euch fast verdoppeln kann. Somit bekommt ihr Eliten sehr viel schneller down und das erhöht eure Survivability. Darum geht es nämlich bei Monks mittlerweile, dass man die Gegner töten kann, bevor sie einen töten. Das Gute ist, das Skill Serenity. 4 Sekunden lang vollkommene Unantastbarkeit. Man kann nicht eingefroren werden, man kann nicht geblindet werden, man kann nicht geblockt werden, man kann nicht gestunt werden, man kann nicht gefeared werden. Man nimmt keinerlei Schaden. Es ist der beste Skill im ganzen Game und er hilft uns eine ganze Menge. Denn 4 Sekunden Zeit. Nehmen wir an, wir geben an die Umgebung 1 Million Schaden pro Sekunde ab. In diesen 4 Sekunden sind alle Eliten in Akt 3 tot. Alle. Wenn man auf einem Spieler spielt. Denn in diesen 4 Sekunden bei 4 Millionen Schaden überleben die Gegner nicht mal 1,5 bis 2 Sekunden. Gehen wir davon aus, dass nicht jeder so gutes Gear hat, dass er so viel Damage macht. Schon ein geringerer Schadenswert von ca. 300.000-400.000 pro Sekunde in die Umgebung reicht aus, um mit Serenity die meisten Gegner zu töten. Wichtig ist, dass man sich bewegt. Dazu ist eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit sehr wichtig. Meine ist momentan bei 134, 135 ist für einen Monk Maximum. Außer man nutzt die Rune Mantra of Evasion mit Wind Through the Reeds. Dadurch kann man die um 5% erhöhen, bei 1,05 um 8%, kommt also somit auf 142 Bewegungsgeschwindigkeit permanent. Dieses Mantra of Evasion liegt natürlich aber weit hinter dem Mantra of Conviction, da der Damage uns zum Überleben hilft und die Monster schneller verrecken lässt. Das Gear ist in diesem Fall sehr entscheidend, wie bei jeder anderen Klasse auch. Als Main Hand empfehle ich ein Mace mit einem hohen Schadenswert. Warum ein Mace? Ein Mace ist eine langsame Waffe und hat somit einen relativ hohen Schadenswert. Dieser Schadenswert gilt für die Tornados von Sweeping Wind. Wenn ihr eine zu schnelle Waffe als Main Hand benutzt, werden die Blitze von Sweeping Wind weniger Schaden machen. Sie werden mit einer relativ hohen Geschwindigkeit ticken, aber die Geschwindigkeit, mit der die Tornados Blitze in die Umgebung abgeben, wechselt zwischen der Main Hand und der Offhand. Das heißt, eine relativ schnelle Offhand
Eine langsame Mainhand sind entscheidend. Als Waffen eignen sich Echo and Fury, ganz klar, was viele nicht wissen. Der Bonus plus 0,22 bis 0,25 Angriffe pro Sekunde gilt auf beide Waffen. Das heißt, Echo and Fury erhöht nicht nur seinen eigenen Attack Speed um 0,22, sondern auch den der anderen Waffe. Deswegen eignet sich Echo and Fury als Mainhand und Offhand. Als Offhand betrachtet, würde man dann einen Speer oder ein Mace oder eine Axt als Mainhand verwenden, die einen sehr großen Schaden hat. Dieser Schaden würde danach um 22-25% steigen. Ich benutze Von Kim Lao aus zwei Gründen. Einmal, die Waffe ist relativ günstig. Diese hat ca. 3 Millionen gekostet. Und der Bonus Lightning Skills deal 15% more damage, das geht bis auf 25%, ist ein purer Damage Boost. Er wird nicht beim Damage angezeigt, die 6% Elementarschaden als Lightning schon. Aber unsere Fists of Thunder und das Sweeping Wind sind beides Lightning Damage. Auf diese zwei Skills gelten diese 15%. Das heißt, diese Waffe allein erhöht unseren Damage, den wir an die Gegner austeilen, um glatte 15%. Mit Sockel und Lifesteal ist die Waffe nicht allzu teuer. Ich habe damals eine mit weniger DPS und weniger Lifesteal für 500.000 Gold gekauft. Diese hat 3 Millionen gekostet. War nicht allzu teuer. Der Stein selber, den werde ich bald austauschen. Steine und Waffen sind sehr wichtig. Nun zum anderen Gear. Inner Set, eindeutig best in slot. Zwei reichen meiner Meinung nach. Entweder man holt sich nur zwei oder alle vier. Drei lohnt sich nicht wirklich, denn der Dreier-Set-Bonus ist relativ nutzlos. Diese Chest-Armor zum Beispiel von mir ist gut genug, dass es sich nicht wirklich lohnt, sich alle vier Sets zu holen. Der Gürtel selbst ist auch gut genug und ich müsste eine sehr teure Rüstung kaufen mit viel Vitalität und All-Resist, damit ich das verwenden könnte. Dieses lohnt sich nicht. Als Amulett, Crit, Crit-Damage, Dex-Vitalität, All-Resist, möglicherweise noch Attack-Speed ist das Optimum, nach dem man suchen sollte. Handschuhe, Triforce, genauso wie beim Amulett mit Dex und All-Resist. Als Schultern eignet sich Wild Ward wegen der hohen Rüstung, der hohen Resistance und dem relativ hohen Geschickwert. Ich habe mir eine mit Physical Resistance geholt, weil Physical Resistance die Resistance ist, die ich stacke. Als Schuhe, Bewegungsgeschwindigkeit, sehr wichtig. Die anderen 12% holen wir uns von der Hose. Hoher Geschicklichkeitswert, hohe Vitalität, Resistance. Ringe, bestenfalls auch Triforce. Skullgrasp, der Legacy Ring, ist eine relativ gute Wahl. Es gibt bessere Ringe für den gleichen Preis. Auf die Bracers. Geschicklichkeit, Vitalität, Resist, Crit Chance. Ich habe mir noch welche mit Extra Gold und Magic Find besorgt, weil die relativ günstig waren. Bei der Rüstung viel Dex, viel Vitalität, viel Resistance und ganz wichtig 3 Sockel. Warum die 3 Sockel? Nun, im besten Fall sockelt man in seine Gegenstände makellos sternförmige Edelsteine. Diese sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nicht allzu teuer und geben einen Stat-Bonus von 50. Die drei Sockel bilden also einen Gesamtstat-Bonus von 150. 150 klingt nicht viel, ist aber eine ganze Menge. Bei meinem Level bedeutet ein Dexterity-Punkt ca. 30 Schaden. Somit bilden 150 Dexterity-Punkte 4500 Schaden. 4500 Schaden ist eine ganze Menge in diesem Damage-Bereich. Andere Boni, wie zum Beispiel Crit-Chance, Crit-Damage oder Attack-Speed, sind noch stärker als das Main-Attribut. Ein Crit-Chance ersetzt fast 30 Geschick, 10 Crit-Damage ersetzen fast 30 Geschick und ein Angriffsgeschwindigkeit ersetzen fast 20 Geschick. Nun, warum ist es so wichtig, dass die beiden Waffen Sockel haben? Ein Sockel bedeutet im besten Fall 100 Crit Damage. 100 Crit Damage sind bei meinem Levelbereich pure 12.000 bis 15.000 Schaden. Das heißt, allein dadurch, dass man in seine beiden Waffen perfekte Edelsteine sockelt, erhöht man seinen Schaden um bis zu 30.000. 30.000 ist ungefähr so viel. Allein diese 30.000 würden schon reichen, damit dieser Build funktioniert, um Akt 3 Inferno zu schaffen.
Bei 1.05 ist es nun besonders wichtig, dass der Schaden enorm hoch ist. Um effizient zu fahren, muss man auf einem hohen Mob-Level farmen. Damit man diese Monster schafft, muss man sie so schnell wie möglich erledigen, denn sie werden härter hitten und man wird somit weniger lange überleben. Serenity gibt uns 4 Sekunden und das alle 20 Sekunden. Das heißt, nachdem wir Serenity gecastet haben, haben wir 16 Sekunden Zeit, in denen wir überleben müssen oder die Eliten bis dahin töten müssen. Es gibt einige Gegner, die den Monks große Probleme bereiten und es gibt einige Gegner, die den Monks gar keine Probleme bereiten. Trash Mobs sind eigentlich relativ schwach und sterben meistens bei meinem Damage Level in 2 bis 3 Hits. Eliten sind unterschiedlich stark. Es kommt immer auf die Affixe an, die diese besitzen. Affixe wie Desecrator, Reflex Damage, Molten, Arcane Laser und Electrified sind Boni, die besonders stark sind. Andere Boni wie Waller, Fast, Avenger oder ähnliche interessieren Monks, die auf Damage gehen, eher wenig. Avenger hilft uns sogar, denn Eliten, die Avenger haben, werden anfälliger für Schaden, je mehr man von ihnen getötet hat. Wo soll ich nun farmen? Nun, wenn man nicht genug aushält oder nicht genug Schaden macht, um einen Akt zu schaffen, zum Beispiel Akt 3 zu schaffen, sollte man nicht versuchen, auf Damage zu verzichten und Resistances zu stacken. Das Ganze funktioniert langfristig nicht, denn das Gear müsstet ihr nach kurzer Zeit wieder erneut austauschen und das Ganze ist zu ineffizient. Versucht immer das Mantra of Conviction drin zu haben und jedes Mal, wenn ihr die benötigten 50 Spirit habt, dieses zu casten. 48% extra Schaden helfen euch eine Menge. Solltet ihr Akt 3 nicht schaffen, farmt Akt 1. Akt 1 ist lächerlich einfach geworden und es ist theoretisch für mich möglich, mit meinem Magic Find Gear, was ich mir insgesamt für 300 bis 400.000 Gold zusammengebastelt habe, Akt 1 Inferno zu schaffen. Zu sterben solltet ihr größtmöglich vermeiden. Beim Farmen zählt Effizienz. Und wenn ihr sterbt, verliert ihr circa 1 bis 2 Minuten. Es kommt natürlich darauf an, an welcher Stelle ihr sterbt und wie lang der Weg ist, um zu eurem alten Standpunkt zurückzukehren. Zum Kampf gegen die Monster. Der Kampf verläuft eigentlich relativ immer gleich. Ihr solltet euch 2 Waffen zulegen, die Spirit Regeneration besitzen. Spirit Regeneration von über 2 kostet auf Fist Weapons fast gar nichts. Holt euch 2 davon und ihr kommt fast auf 5 Spirit Regeneration pro Sekunde. Nachdem ihr gestorben seid, oder wenn ihr einfach kein Spirit besitzt, legt diese an, um euren Spirit wieder voll aufzufüllen. 2 Sachen sollten permanent offen sein. Breath of Heaven und euer Mantra. Das sind 24 plus 15% purer Schaden, die permanent offen sind. Der Kampf beginnt danach so, dass ihr möglichst 85 Spirit besitzt. Mit diesen 85 Spirit ist es euch möglich, Blinding Flash zu casten und direkt hinterher Sweeping Wind. Durch Blinding Flash erhöht euer Damage von Sweeping Wind um 30%. Diese 30%, die dort angezeigt werden, sind aber teils verbuggt. Es sind mehr als 30%. Wenn man nämlich mal in meinem Fall zu 88.000 30% hinzurechnet, kommt man auf einen Wert von 114.000. Der Wert, der bei einem Damage aber angezeigt wird, ist um 30.000 höher. Das kommt daher, dass die 30% vom Blinding Flash mit dem Attack Speed multipliziert werden. Das heißt, statt 30% bekomme ich bis zu 60% mehr Schaden. Daher erhöhe ich meinen Schaden um diesen enormen Wert. Mit Sweeping Wind sollte es euch nur möglich sein, die Gegner so schnell zu töten, dass ihr Serenity entweder gar nicht casten müsst, oder ihr castet, wenn es kritisch wird, Serenity und erledigt die Gegner dann möglichst in diesen 4 Sekunden. Herumlaufen ist in jedem Fall besser, als versuchen zu tanken und zu scheitern. Ihr solltet nicht Serenity casten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Zum Beispiel Frozen kann man leicht umgehen, denn nach 1.04 werden die Bereiche, in denen man eingefroren wird, durch einen Ring markiert. Und solange man diesen ausweicht, muss man Serenity nicht casten. Des Weiteren besitzt man die Chance, diesem Frozen noch auszuweichen. Bei mir ist das eine Chance von 44,6%, ohne Mantra of Evasion und ohne die passive
The Guardian's Path. Das heißt, sollte ich den Schaden von mehreren Frozen Bombs überleben, versuche ich möglichst Serenity erst einzusetzen, nachdem ich eingefroren wurde. Wenn ich nicht eingefroren werde, braucht man Serenity auch nicht zu casten. Nachdem man Serenity gecastet hat, sollte man sich im Klaren sein, dass man 16 Sekunden lang Serenity nicht casten kann. Das heißt, man sollte nicht blind in das nächste Pack laufen und jämmerlich verrecken. Des Weiteren gibt es einige Monster, die das Casten von Serenity voraussetzen könnten. Dazu zählen Fallen Maniacs, Selbstmordkommandos, die auf einen zulaufen und vor einer Fresse explodieren und dich gleich mitnehmen. Bei meinem Leben und meinen Resistenzen halte ich knapp einen Hit aus. Danach ist mein Leben aber so niedrig, dass jeder weitere Standard-Mob mich absolut one-hitte. Das heißt, für jeden kleinen Fallen Maniac, der auf mich zurennt, sollte er eine gewisse Strecke gelaufen sein, aktiviere ich sofort Serenity, um nicht zu sterben. Serenity kann auch in anderen Situationen gecastet werden. Zum Beispiel, wenn man von Monstern umzingelt ist und der Meinung ist, dass man es nicht überlebt. Mit der Zeit entwickelt man ein sehr gutes Gefühl für den Monk. Ich habe mit diesem Monk nun fast 200 Spielstunden und habe ihn nun auf Paragon Level 30 gelevelt. In dieser Zeit habe ich fast das Gameplay mit diesem Monk perfektioniert und trotz der niedrigen Resistenzen, dem relativ niedrigen Leben und dem bald niedrigen Armor sterbe ich bei fast keinem Mach 3 Run, wenn dann nur ein bis zweimal. Das erhöht die Effizienz und somit die Geschwindigkeit, mit der ich level und die Anzahl der Items, die ich farme. Warum das Paragon Level sehr wichtig ist, zeigt sich in diesem Beispiel. Mit Paragon Level und 5 Nephalem besitze ich einen Bonus von 200 Magic Find. Mit jedem Paragon Level gewinne ich 3% Magic Find. Mit 1.05 wird es möglich sein, viermal so schnell zu leveln wie sonst. Dies ist allerdings nur möglich, wenn man genug Schaden hat, um die Gegner, selbst wenn sie 210% mehr Leben haben, in relativ kurzer Zeit zu töten. Das Spielen auf 4 Players macht keinen Sinn, wenn man pro Elite Pack länger als 210% der Zeit braucht. Denn die XP wird auch nur um diesen Prozentwert des Lebens erhöht werden und es bringt nichts, wenn man nichts effizienter ist als die Zeit, die es beansprucht, um diese Eliten zu töten. Ein weiteres besonders interessantes Item in 1.05 ist der Hellfire Ring. Für die, die nicht wissen wollen, wie das Ganze läuft mit der Inferno Machine, sollten das Video jetzt schließen. Sollte man das Uber-Level betreten, findet man die Möglichkeit, dort gewisse Items zu droppen, mit denen man zusammen mit einem Plan den Hellfire Ring herstellen kann. Dieser bietet neben 170 bis 200 Geschick in dem Fall eines Monkes und 35% Bonuserfahrung 4 Zusatzstats. Dieser Ring ist accountgebunden und muss daher von jedem Einzelnen selbst gefarmt werden. Die 4 Zusatzstats sind besonders interessant. Denn sollte man auf diesem Ring, theoretisch gesehen, Crit Chance, Crit Damage, Attack Speed und All Resist rollen, wäre dies so ziemlich der beste Ring im kompletten Spiel. Er könnte einen standardmäßigen, relativ guten Ring problemlos ersetzen und uns gleichzeitig 35% Bonuserfahrung bieten. Er legt also dem Leoric-Signe weit voraus und stellt lächerliche Sets wie Kane's Set stark in den Schatten. Sollte es möglich sein, zwei von diesen Ringen zu tragen, könnte man die Erfahrung, die man bekommt, um 70% erhöhen. Dazu kommt das Mob-Level, auf dem man spielt, das die Erfahrung sowie den Magic Find Bonus stark erhöht. Des Weiteren verändert sich der Loot in 1.05. Je höher das Mob-Level ist, desto besser wird der Loot. Bosse werden nach 1.05 vermutlich die besten Items droppen, denn es ist nicht mehr entscheidend, ob man das Item droppt, sondern in welchem Akt bzw. von welchem Monster man es droppt. Die Monster mit einem sehr hohen Mob-Level droppen die besten Items.